Leute, weil heute Halloween ist, habe ich mir überlegt, dass ich irgendetwas Besonderes mache. Also habe ich beschlossen, ein Top 5 Video zu machen, wo ich die 5 gruseligsten Folgen von Thomas bespreche. Na dann, legen wir los. Platz 5. Stepney verirrt sich. Beginnen wir direkt mit einer Folge, welche am Anfang gar nicht gruselig ist. Erst zum Ende hin wird die Folge gruselig. Aber was für mich diese Folge ausmacht, ist die wirklich gruselige Atmosphäre, während Stepney durch die nebelige Landschaft fährt. Und wenn Stepney dann am Schrottplatz ist und man Ariel und Bert das erste Mal sieht, ist es immer wieder großartig. Platz 4: Scurdy Engines. Auf Platz 4 haben wir meine Lieblingsfolge von Staffel 6. Scurdy Engines ist die einzige Folge auf dieser Liste, welche wirklich an Halloween spielt. Was an Scaredy Engine so gut ist, ist die gruselige Atmosphäre und Musik, die in der Folge präsent ist. Und wenn Thomas allein in der Schmelzhütte ist und er diese Geisterpfeife auslöst, ist es immer wieder echt gut und gruselig. Platz 3. Duncan sieht Gespenster. Viele werden sich jetzt fragen, warum Duncan sieht Gespenster nicht auf Platz 1 ist. Versteht mich nicht falsch, ich liebe die Folge. Duncan sieht Gespenster ist vielleicht die beste Folge der Liste, wenn es um Atmosphäre geht. Die Folge ist aber nur auf Platz 3, weil ich die zwei kommenden Folgen gruseliger finde und weil ich sie auch generell einfach lieber mag. Verdienter dritter Platz. Platz 2: Henry und der Spuk. Henry und der Spuk ist sowas von gruselig. Als ich die Folge das erste Mal als Kind sah, hatte ich wirklich Angst, weil die Musik so gruselig ist. Und hier muss ich Manfred Steffen echt mal loben. Denn er erzählt die Geschichte so glaubwürdig. Und wenn Henry durch den Nebel fährt, ist es immer wieder auf neue echt gruselig. Platz 1: Der Geisterzug. Der Geisterzug ist meine unangefochtene Nummer 1, wenn es um gruselige Folgen geht. Aber was für mich die Folge ausmacht, ist die mit Abstand gruseligste Musik der gesamten Serie und die fantastischen visuellen Aufnahmen. Ich meine, wenn Percy durch die Nacht fährt und man diese Nebeleffekte sieht, frage ich mich immer, wie schwierig es gewesen sein muss, diese zu kontrollieren. Die Folge beginnt mit der wohl gruseligsten und besten Eröffnungsszene der ganzen Serie. Dann sieht man großartige Nebeleffekte, während Percy durch die gruselige Nacht fährt. Dann rammt Percy einen Kalkwagen und sieht aus wie ein Geist. Und am Ende erschreckt Percy mit seinem neuen Outfit Thomas. Also ja, der Geisterzug ist mit Abstand die gruseligste Folge für mich der ganzen Serie. Aber was ist euer Platz 1? Schreibt ihn mir in die Kommentare. Also gut, das war's mit dem Video. Ciao.